viele interessante Vorträge, auch gerade für Leute, die Software entwickeln, und das gefällt mir gut. Und wo ich drin war, da sind auch einfach gute Vorträge und das ist mir wichtig. Also offensichtlich Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir gute Sprecher her, sodass die Leute auf der Konferenz dann auch was lernen, ne, und spannende Sachen hören. Das gefällt mir sehr gut und natürlich mitten in Deutschland ist sowieso eine gute Sache. Also insofern bin ich ganz froh, hier zu sein. Also das Interessante ist, wie viele verschiedene Kreise man hier kennenlernt oder Personen man hier kennenlernt, aus welchen Anwendungsbereichen, weil das ist jetzt mal eine Möglichkeit, tatsächlich mit Menschen zu sprechen, die diese Systeme auch später nutzen sollen oder schon heute nutzen, und sie mal darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht noch andere Methoden gibt, Datenspeicher einzusetzen, als das, was sie schon kennen. Und das ist einfach für uns eine gute Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Für uns ist das Thema natürlich hier in Frankfurt Fuß zu fassen, Präsenz zu zeigen. Was wir aber gut finden, ist, dass nicht nur Entwickler hier sind, sondern dass die Messe sehr breit gestreut ist. Und was wir auch gut finden, ist, dass hier Kollegen auch oder Besucher aus ganz Deutschland da sind. Was wir auch beobachten, ist, dass die Messe einfach gut dafür geeignet ist, dass die verschiedenen Rollen zusammenwachsen können und sich auch austauschen können. Was mir besonders gefällt an dieser Tagung ist, dass die Frau Held wirklich sich tolle Gedanken gemacht hat, nicht nur die jetzige Welt, sondern auch die Zukunft zusammenzubringen. Und da treffe ich nicht nur Leute, die ich schon kenne, sondern neue Leute. Und wir gehen gemeinsam den neuen Welt in eine sehr interessante und spannende Welt von künstlicher Intelligenz. Super Veranstaltung. Ich war, als ich gehört habe, was für ein Scope und 6 parallele Tracks, hatte ich ja schon ein bisschen Sorgen, dass das eine sehr anonyme Großveranstaltung wird. Ist es aber jetzt offensichtlich überhaupt nicht. Also es ist ja recht überschaubar, aber offensichtlich groß genug, dass es sich trägt. Finde ich super. Man konnte unglaublich viel links und rechts mitnehmen, was man in spezialisierten Veranstaltungen einfach so nicht bekommt, weil da geht es dann halt nur um ein Thema. Für uns als Veranstalter waren es 3 wirklich tolle, schöne Tage. Wir hatten super Sprecher zu allen Themen, Microservices, Cloud Computing, Datenbanken, Java-Entwicklung. Es waren tolle Teilnehmer, es hat viel Spaß gemacht.